Die Lebensmittel, die wir selber verkochen, werden natürlich auch aus der Markthalle bezogen. Also wir haben einen eigenen Marktstand, den muss man da auf jeden Fall immer besuchen in der Früh. Also einerseits aus der Markthalle und andererseits haben wir auch Kooperationen zum Beispiel mit dem Feldverein, die ungenutzte Lebensmittel, also von Landwirten aus der Region beziehen, die im Laden nicht verkauft werden können, weil zu groß, zu klein, nicht marktkonform sind. Und ja, dass wir oft Lebensmittel von ihnen kriegen, hauptsächlich Obst und Gemüse. Und wir hatten jetzt in der Sommersaison hatten wir am Dachgarten Obst und Gemüse und hauptsächlich auch Kräuter. Vereinsveranstaltungen reichen bis private organisierte Konzerte, die meistens eben durch freiwillige Spenden nachher auch, sagen wir mal, zu besuchen sind. Zum Beispiel auch der Dachgarten selber, also ein weiteres Projekt, das was wir auch hier im Spielraum oder im Kochlokal aufgebaut haben, ist der eigene Dachgarten, der immer wieder eben diese Volksküche am Freitag macht. Auch das eben nochmal ein Treffpunkt für Leute, die gerne miteinander kochen, sich austauschen möchten. Und ja, natürlich bei diesen Kochworkshops, wenn man das so will, fällt natürlich immer Essen, das was man dann auch gern genießen kann an diesem Abend. Und wieder gegen eine freiwillige Spende noch einfach auch gemeinsam gegessen wird. Dann auch. Das wäre zum Beispiel ein weiteres Format. Ansonsten sind zum Beispiel das Format Spielzimmer auch nochmal dabei. Das ist ein Spielenachmittag, der vom Verein aus organisiert wird. Jeweils am Sonntag haben wir das jetzt mal probeweise immer gemacht. Wird jetzt dann sich auch natürlich weiterziehen. Ja, also neben den Vereinsformaten ist es auch einfach möglich, während unseren Öffnungszeiten vorbeizukommen, sich ein Getränk zu nehmen, sich einen Kaffee zu machen, sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen, zu arbeiten. Also es ist ein bisschen so, auch die Aufhebung zwischen Arbeitszimmer und Wohnzimmer soll einfach eine gemütliche Atmosphäre sein, die dazu einlädt, ohne Konsumzwang hier zu sitzen, sich auszutauschen, zu arbeiten, was auch immer zu machen. Und ja, diese Räumlichkeiten so zu beleben. Also nach den ersten 4 Monaten würde ich auf jeden Fall sagen, dass es sehr gut angenommen wurde und ja, zeigt auch so die Mitgliederzahl, die stetig weiter wächst und auch die Mitglieder, die sich wirklich regelmäßig einbringen und unseren Verein natürlich beleben. Ja, auf jeden Fall, also die Formate werden angenommen, entwickeln sich weiter. Wir haben Leute, die sich gerne und regelmäßig einbringen. Es kommen auch weiter immer Ideen und Anfragen, was man hier in den Räumlichkeiten, was noch weiter stattfinden kann. Auf jeden Fall. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist wirklich ein großer Begriff, den viele Leute verwenden, aber selten wirklich drüber nachdenken, was es wirklich bedeutet oder auch was es für einen persönlich bedeutet. Und ich denke, es ist wichtig, nicht einfach nur über Nachhaltigkeit zu sprechen und darüber zu dozieren, sondern es ist einfach zu leben und zu zeigen und einfach vorzumachen, wie es gehen kann. Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden, aber auch natürlich über die kommerziellen Raumvermietungen, die wir an den Tagen, wo keine Vereinsformate stattfinden, hier einfach in unseren Räumlichkeiten haben. Also ich denke, ganz wichtig ist, dass wir die Räumlichkeiten hier einerseits erhalten und die Formate, die wir jetzt schon haben, weiterführen, aber auch auf jeden Fall weiterentwickeln. Und in diesen Räumlichkeiten stecken noch so viel mehr Potenzial drin, als wir jetzt derzeit nutzen. Wir haben jetzt eine super Soundanlage, also hier ist die Möglichkeit da für Jam-Sessions, für Konzerte, für Ausstellungen, für Lesungen, für Diskussionsrunden, aber auch für Workshops, für Feiern, für jegliche Art von Events. Also ich glaube, es ist gar nicht, dass wir jetzt wirklich im Sinn haben, was genau hier stattfinden soll. Die besten Ideen kommen immer von außen und es ist eigentlich, ja, wir sind hier und wir freuen uns und wir warten auf alle Personen, auf alle Leute, die hier kommen und Vorschläge bringen und diesen Raum dann wirklich mit Leben füllen. Auf jeden Fall ist der Spielraum ein Ort, um zusammenzukommen. Und ich denke, es ist immer wieder also mir ging es so, dass ich wenig Orte irgendwie hatte, wo man einfach mal hinkommen kann, wo man sitzen kann, ohne jetzt irgendwie gleich konsumieren zu müssen oder wo man sich in einer ungezwungenen, netten Atmosphäre einfach mal treffen kann, selber einfach in Ruhe da sitzen kann, lernen, arbeiten kann, was auch immer.
Und ja, wir wollen hier gerne auch die Möglichkeit irgendwie geben, in der Stadt einen Raum zu schaffen, wo man einfach sein kann, ohne konsumieren zu müssen oder ohne bestimmte Erwartungen irgendwie erfüllen zu müssen, sondern na, bitte kommt her, setzt euch hin, macht euch gemütlich, bringt euch im Rahmen eurer Möglichkeiten irgendwie ein und na, nutzt den Spielraum.